Willkommen zurück, Leute, bei Pokémon Y. Im letzten Part sind wir durch die Siegestraße gegangen, im Part davor sind wir durch die Siegestraße gegangen und in dem Part davor haben wir die Siegestraße betreten. Wir könnten jetzt natürlich in die Höhle da reingehen. Aber ich möchte doch erstmal gucken, was es hier oben so gibt. Das wäre doch gelacht. Eine TM. Pff, der Wanderer da. Oh, wie bist du da an mir vorbeigekommen? Tja, ich hab dich ausgetrickst. Sehr geil. Wanderer Wilfried Quirtle. Quirtle. Ihr sagt immer, ich spreche den falsch aus, aber das ist mir sowas von wurscht. Ich spreche den so aus, wie ich ihn aussprechen will. Den Quirtle. Oh. Ich will mein Luca. Ach, Luca schläft. Ach, egal. Dann wecke ich ihn halt auf. Quizduell. Nein, ich habe keine Zeit, jetzt Quizduell zu spielen. So gern ich es auch würde. Flammensturm. Wow. Okay. So. Luca, du wachst jetzt auf. Verdammt. Aber ich bin mir jetzt... Ich will jetzt keinen Schutz einsetzen. Schutz. Aufwecker. Luca, wach auf. Brav. Seht ihr, auf Luca kann ich mich eben verlassen. Geowatz. Warum soll ich das Pokémon wechseln wollen? Oh, Geowatz ist echt viel runder, als ich es gezeichnet habe. Naja, egal. Was, du hast Robustheit, ist doch kacke. Au. Hier, ich zeig dir meinen Nachthieb. Meine Katze ist wieder weg. Kam hier rein, hat was gefressen, ist wieder gegangen. Na toll. Jo, Level up. Dabei wollte ich doch den Gipfel erklimmen. Kannst du doch immer noch machen. Nur weil ich dich jetzt besiegt habe, ist doch kein Weltuntergang. Oh, cool. Schauen wir mal, ob das stärker ist als das andere Drachendings, was er hat. Was? Da kannst du gar nicht lernen. Okay. Theo bringt das nicht bei. Das hat mich jetzt sehr schockiert, muss ich doch ehrlich mal gestehen. Ich mag den Aufbau der Siegestraße, habe ich das schon mal erwähnt, bestimmt ungefähr jeden Part, aber ich finde das toll. Sind wir bald da? Oh, sieht fast so aus. Ja. Hi, Dude. Ich habe meinen Körper jahrelang auf der Siegestraße gestählt. Was könntest du schon gegen mich ausrichten? Weißt du? Ich könnte... Wow. Ich könnte meinen Eisstrahl auf dieses Pokémon richten. Ich hoffe mal, das ist ein Pflanzen-Pokémon. Irrlicht, ist doch eine Feuerattacke. Lass das. Sehr cool. Brokkolos. Nein. Hallo. Oh. Ich hätte damit gerechnet, dass es etwas mehr abzieht. Aua. Aber vielleicht
Kann der Eistra gegen dich was ausrichten? Wie jetzt Schutzschild? Der Schutzschild... Au! Tut dir das weh? Ich wechsle mal besser aus. Auf Luca. Luca überlebt das alles. Luca ist nämlich cool. Und wenn Luca am Kampf teilnimmt, kriege ich mehr Geld. Klar, erst macht er nur schwache Attacken und dann haut er eine Steinkante raus. Du mich auch. Ganz ehrlich mal. Tier, nimm dieses. Ach, lass doch das Schutzschild. Das ist doch Feiglingsmethode. Das zieht den Kampf nur unnötig in die Länge. Der Windsturm hat aufgehört. Stirb jetzt, du nervst. Ja, du hast verloren. Tut mir leid für dich. Nein, tut mir eigentlich nicht leid für dich. Du magst zwar die Jugend auf deiner Seite haben, doch ich habe meine ganze Erfahrung. Was wird sich am Ende wohl durchsetzen? Jugend oder Erfahrung? Finden wir es heraus. Ich schätze, Erfahrung ist schon gut, aber... Oh, Glaziola. Das ist ein sehr schönes Pokémon, muss ich schon sagen. Ich habe selbst eins. Und ich liebe es. Na gut. Was, Glaziola, lass da... Cool. Nein. Chio. Ja, und jetzt? Das ist keine kluge Wahl. Was hast du nochmal? Oh, du hast eine Sanktoklinge. Ja, dann nehme ich dich. Oh Gott, meine Stimme. Ich habe ja vor ein paar Parts erwähnt, dass es sein kann, dass ab und zu mal meine Stimme abbricht. Das trifft immer noch zu. Ich habe jetzt alles am Stück aufgenommen, weil ich gerade es ausnutzen will, dass man mich so gut hört. Und weil ich gerade Spaß am Aufnehmen habe. Tut mir leid. Relaxo. Oh Gott, ich hasse Relaxo. Hallo, Tikana. Du kriegst gleich nochmal eine Sacktuklinge. Oh. Stopp. Ach so, Geist ist vielleicht nicht gerade die klügste Wahl gegen ein Relaxo. Armes Relaxo. Für dich spricht nicht nur die Jugend. Du hast auch viel Erfahrung gesammelt. Ja. Kompakter als du. Wie lange geht denn das hier noch? Ich werde meiner langen Karriere einen würdigen Schlusspunkt setzen. Gib mir alles, was du hast. Ich habe nichts. Ich bin ganz armer Schlucker. Panzer Aeron again. Tommy gegen Panzer Aeron klingt nicht gerade fair. Nein, 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 Lex. Sorry, ihr habt jetzt die Attacke nicht gesehen, aber es hat so geleckt, ich musste kurz die Aufnahme beenden. Yay. Simsala. Simsala.
bleib drin. Du schaffst das, Glaciola. Simsala ist nicht so stark, wie es aussieht. Ich nehme alles zurück. Wow! Ich muss kurz irgendeinen reinsetzen. Wo ist denn? Ich habe keinen Beleber! Oder ist es sowas hier? Oh Gott. Ja, ist schon klar, dass du Psychokinese kannst. Boah, ich schläfe es ein. Ich schläfe es nicht ein. Ich will nicht verlieren. Ich will wirklich nicht verlieren. Chio, sei schneller, okay? Und beiß es. Scheiße. Warum bist du nicht schneller? Was soll ich denn jetzt machen? Scheiß Simsala. Na toll. Ich muss jetzt irgendwas Starkes einsetzen. Hauptsache stark. What the fuck? Wow. Der Kampf war schwierig. Oh Gott, Alter. Wow. Bitte ist es zu Ende, bitte. Ich speichere mal kurz. Ich habe Angst, dass mir Caleb jetzt nachher sagt, hey, lass uns doch kämpfen. Davor habe ich ein bisschen Angst. Ich bin da. Bitte heile meine Pokémon. Oh, ich liebe diese Ansicht. Die hat man viel zu selten. Ja, bitte heile meine Pokémon. Bitte, Schwester Joy. Oh, danke. Ich lebe noch. Den Champ zu besiegen ist nur ein weiterer Spross auf der Leiter zu wahrer Stärke. Oh, aber das hätte ich dir besser erst gesagt sagen sollen, nachdem du den Champ besiegt hast. Wer es in die Pokémon-Liga schafft, kann dort die absolute Trainer-Elite, nämlich die Top 4 und ihr Oberhaupt, den Champ, zum Kampf herausfordern. Was ist wahre Stärke? Sich gegen jeden beliebigen Gegner zu behaupten oder sich dem eigenen Stil treu zu bleiben? Tja, das ist eine sehr berechtigte Frage, schätze ich. Hi. Ich glaube, das habe ich alles noch. Danke, Mann. Ciao. Wow. Wow, der Kampf. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Aufnahme schon ist. Oh, ein Foto mit der Pokémon-Liga. Ja, Kamerakauz, wo kommst du eigentlich immer überall hin? Wie machst du das nur? Wow. Ich will ein bisschen wegzoomen. Kann man nicht den Hintergrund schärfer stellen? Wie aktiviere ich denn das hier? Oh ja, so ist gut.
Jo, das sieht doch episch aus. Cool. Ja, ein letztes Mal. Ja, ich bin voll fotogen. Tschüss. Boah, ist das episch. Tja, Leute. Im nächsten Part betreten wir die Pokémon-Liga. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.